können wir vielleicht kurz schon mal vorziehen, den M&A-Teil, weil er ist halt dominiert in Ja, passt diesem ja Monat, perfekt, ne? genau, in diesem Monat wirklich dominiert von CPM-Angeboten. Also ein paar Auszüge hier. Wir haben hier OneStream. Das ist ja so einer, der noch gar nicht so lange im Markt ist, aber doch es geschafft hat, sich sehr, sehr gut zu etablieren. Kommt mit so einem Schwerpunkt in der Konsolidierung, aber macht eben letztendlich auch eine volle CPM-Suite und haben gerade noch mal 200 Millionen Dollar bekommen. Bei einer Bewertung, jetzt halte ich fest, von 6 Milliarden Dollar. Also man spricht ja im Softwaremarkt immer gerne von diesen Einhörnern, die diese Milliarde schaffen an Bewertung für einen Investor, aber die sind schon bei 6, also wirklich massiv. Dann gibt es Wiener Solutions, die kennt man in Deutschland gar nicht so stark, ist ein Planungsanbieter, hat 300 Millionen kanadische Dollar bekommen, kommt also aus Kanada, ist auch eigentlich global tätig, nur nicht in Deutschland. Also vielleicht ist das jetzt die Finanzierungsrunde, die auch den Markteintritt hier einläutet. Würde mich wundern, wenn es noch lange dauern würde. Und dann gibt es noch so einen ganz kleinen Player, Fluence heißen die, die kommen so aus der legalen Konsolidierung, haben gerade die erste richtige Finanzierungsrunde bekommen, 10 Millionen Dollar, kommen auch aus Kanada. Also auch in Kanada gibt es gute Software offensichtlich. In Kanada hatten wir auch in den Newscasts, kommen sie auch Profix her, die auch gerade von einem Private Equity Unternehmen gekauft wurden. Also auch da tut sich einiges und alle werden wir sicherlich Ja, auch stärker aus sehen. diesen ganzen Blockchain-Technik, die ganzen Blockchain-Technologien und solche Geschichten oder wenn man Krypto-Wallets sich angucken, so stecken ganz viele kanadische Firmen dahinter. Das ist relativ spannend. Also auch MBA Top Shot, also wo man diese Karten und so weiter Sachen kaufen kann, die auf der Blockchain dann gespeichert werden als NFT und solche Geschichten. Alles kanadische Firmen. Das ist relativ spannend, was da anscheinend momentan los ist. Also Kanada ist der Place to be momentan. Tut sich auf jeden Fall was. Ja. Ja, genau. Auch bei den sonstigen, bei den Übernahmen, das waren jetzt ja so die Investments, auch bei den Übernahmen einiges im CPM-Segment. Spannend fand ich Tagetik. Die haben kürzlich Vanguard gekauft. Auch das ist ein Unternehmen, was nicht jeder kennt, aber symbolisiert auch einen funktionalen Trend. Das ist ja so mein zweiter Bereich bei den Auswahlkriterien für CPM-Software. Und zwar Vanguard hat so operative Planung gemacht. Also da, wo es eben mal außerhalb vom Finanzbereich drum geht, was weiß ich, Vertriebsplanung zu machen, HR, also Human Resource Planung und ähnliche Dinge. Und das ist einer der großen Trends, die wir da wahrnehmen, dass eben, sag mal, die gesamthafte Unternehmensplanung inzwischen im Fokus steht, nicht mehr nur die Finanzplanung, wo meistens ja die Software gekauft wird. Und da erweitern sich die Softwareanbieter gerade massiv. Also da tut sich einiges. Das ist so eine der wesentlichen Stoßrichtungen funktional, die wir in den Softwarelösungen wahrnehmen können, neben dem typischen Thema künstliche Intelligenz, wo insbesondere jetzt das Thema automatisiertes Forecasting vorangetrieben wird. Und letztendlich so und dann natürlich für die einzelnen Themenbereiche wie Planung und Konsolidierung gibt es natürlich weiterhin auch speziellere Trends. Also in der Konsolidierung geht es nach wie vor darum, schneller die Abschlüsse zu erstellen, also faster close würde ich es nennen. Zum Beispiel Account Reconciliation, also diese sagen wir, Kontenabstimmung noch weiter zu beschleunigen. Da tut sich einiges. Und ja, im Planungsbereich hatte ich es schon erwähnt, gerade Simulation, Forecasting, das war sicherlich der Corona-Effekt, dass das nochmal vorangetrieben wird. Um das vielleicht abzuschließen, im technischen Bereich geht es viel um Cloud. Muss man sehen, also wie in allen Softwarekategorien, aber auch hier im Planungsmarkt haben wir auch viele ältere Anbieter und da gibt es natürlich schon größere Investitionen oder vielleicht auch genau der Grund, warum sie irgendwo unterschlüpfen bei einem Private Equity House oder bei einem anderen Anbieter, weil das tatsächlich riesige Investitionen auch bedeuten für die Softwareanbieter. Und das ist aber letztendlich das, sag mal, das technische Thema, was vieles da treibt. Plus vielleicht noch das Thema Datenmanagement besser abzudecken. Viele kommen ja aus dieser fachlichen Funktionalität, also bauen eine Planungssoftware, aber am Ende gilt auch hier, sehr, sehr viel Arbeit ist in der Datenvorbereitung, in der Datenintegration, in der Datenqualität. Und da letztendlich ja, sich da zu verbessern, ist sicherlich was, was wir da wahrnehmen, was viele auch vorantreiben auf der technischen Seite. Vielleicht zurück zu den Übernahmen, das vielleicht abzuschließen. Auch da gab es Inside-Software, das ist ja ein Dauergast inzwischen hier, logischerweise, weil die wirklich im Monatstakt irgendwie zukaufen. Das ist absolut unglaublich, was da abgeht. Und haben gleich zwei Firmen im April gekauft, Logi Analytics und Isenda. Und hier mal etwas außerhalb des CPM-Bereichs, das sind nämlich beides Anbieter von Embedded BI, hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, durchaus spannendes Umfeld.
und haben jetzt angekündigt, zum einen diese Möglichkeiten, jetzt quasi, sag mal, Dashboards, Analysemöglichkeiten in die anderen Lösungen, die sie inzwischen alle zusammen gekauft haben, zu embedden. Das werden sie sicherlich damit machen. Das heißt also letztendlich die BI-Fähigkeiten in ihren CPM-Lösungen stärken. Das Zweite, was sie angekündigt haben zu machen, ist aber auch diese Kundengruppe derer, die diese Softwarelösung kaufen. Das sind typischerweise Entwickler in Unternehmen oder Entwicklungsabteilungen oder andere Softwareanbieter, die eben BI einbetten wollen bei ihnen, bei sich entsprechend, die aber auch weiter zu bedienen. Also in dem Sinne eine Erweiterung jetzt auch des Kundensegments. Dann IBM hatten wir gerade besprochen, die haben MyInvenio gekauft, das ist ein Process Mining Anbieter, das ist ja so einer der nächsten wirklich heißen Märkte, dank vor allem Celonis auch. Und IBM hat also auch hier zugeschlagen. Und dann ThoughtSpot, auch gerade erwähnt schon, die haben die Jotta gekauft, das ist ein Datenintegrationsanbieter. Und ThoughtSpot hatten wir beim letzten Mal erst erwähnt, dass sie einen Datenintegrationsanbieter gekauft haben, jetzt noch einen zweiten. Also ganz klar der typische Trend, den wir nicht nur im CPM-Bereich sehen, sondern genauso im BI-Bereich, dass eben die Plattformbildung vorherrscht. Und Plattformbildung heißt, breitere Funktionalität auch zum Datenmanagement auszuprägen. Und das ist insbesondere hier Datenintegration. Also wie siehst du das? Meinst du, der Trend setzt sich dann fort, dass die Frontends immer wieder stärker auch die ETL-Fähigkeit unter Beweis stellt? Also es ist ja in den kleinen Schritten ja schon sowieso mit Data Preparation, auch in Self-Service-Tools und so weiter. Siehst du da in dem Markt generell eine Professionalisierung, dass man das ganze Datenmanagement so macht, oder ist ThoughtSpot da jetzt so einzeln unterwegs? Oder siehst du diese All-in-One-Lösung viel, viel stärker in den nächsten Jahren kommen? Nee, absolut. Der Trend ist im vollen Gange. Wir sehen diesen BI-Markt so in 10-Jahres-Zyklen schwanken zwischen sehr, sehr starker Dezentralisierung, also sagen wir, nennen es mal Self-Service oder so mal vielleicht Desktop-Tools beim Fachanwender und zentralen Plattformen mit sehr breiter Funktionalität, aber eben auch einen entsprechenden Anspruch, ja, den sie eben abdecken wollen. Und momentan, das Pendel schlägt schon seit einigen Jahren sehr stark Richtung dieser zentralen Plattform. Siehe Click, haben einen Datenintegrationsanbieter zugekauft, siehe Tableau, haben die Data-Prep-Fähigkeiten deutlich verstärkt, haben einen Datenbankanbieter gekauft. Also eben im Datenmanagement tut sich einiges. Und das waren ja mal die zwei größten in dem Markt. Und siehe auch Microsoft, die natürlich sehr stark letztendlich Power BI auch als, sagen wir mal, Köder oder Einfallstor nutzen, um die Kunden auf die Cloud und damit letztendlich auf die Cloud Data Services zu bekommen. Also eben, sagen wir mal, SQL Server, Synapse, Datenintegration etc. Also auch da ist ja eigentlich eine Plattform-Story dahinter. Das heißt also, der Markt geht schon seit einigen Jahren sehr, sehr klar dahin. Und die spannende Frage ist eher, wann er wieder zurückschwingt. Aber es wird noch ein paar Jahre dauern. Also dann haben wir wieder solche Plattformen, die quasi dann kaum noch jemand bedienen kann, die dann irgendwie zu mächtig werden, die werden zu träge. Und dann fangen die Anwender wieder an, sich irgendwie selber zu helfen mit schlanken kleinen Tools am Arbeitsplatz. Und das war jetzt schon dreimal so. Also die letzten 30 Jahre hat man das sehen können, dass genau dieses Pendel hin und her schwingt. Und das wird wahrscheinlich auch wieder so gehen. Aber das war jetzt schon weit in die Zukunft geschaut.